Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir reparieren heute mal was und zwar, wie man es vielleicht so erkennen kann, meine Laptop-Tastatur. Ich habe nämlich meinen geliebten T480S Laptop, den ich echt schon viele Jahre habe. Und wie man unschwer erkennen kann, ist die B-Taste kaputt und auch dieser Nupsi da oben von der Nippelmaus, der hat auch nie wirklich richtig funktioniert. Nach 6 Jahren kann so eine Tastatur gerne mal kaputt gehen, also die Taste ist einfach abgebrochen. Aber warum eigentlich die B? Ich weiß es nicht, weil B benutze ich jetzt eher selten. Also wenn es jetzt E oder irgendeine häufige Taste wäre, würde ich es nur eher verstehen, aber es war die B-Taste, warum auch immer. Vielleicht liegt es an der Mechanik von dieser Nippelmaus, dass die da irgendwie reingespuckt hat. Wie dem auch sei, wir werden das ganze Ding jetzt mal reparieren und das geht ja scheinbar bei Lenovo total einfach. Also sie ist ja echt schon ganz schön grindig, die Tastatur, weil, naja, nach 6 Jahren drauf essen, Chips nebendran und so, also eine Tastatur muss einfach irgendwann mal getauscht werden. Die gibt es im Übrigen für einen 50er bei Amazon, ist keine Originale. Ich verlinke es euch mal unten drunter, dann habt ihr einen Link, falls ihr das auch mal irgendwann reparieren oder tauschen wollt. Das Schreibgefühl von der Tastatur, die Firma heißt Tellus Rem oder so, ich habe es verlinkt unten. Sag auch nochmal dazu, Werbung, ich habe es gekauft und so, aber ich sage keinen Namen oder so. Also ist Werbung. Das Schreibgefühl ist sehr gut. Es fühlt sich sehr gut an zu schreiben. Ich bin also zuversichtlich, dass das Ganze nicht schlechter wird, wie es jetzt ist. Das Reparieren scheinbar geht ganz einfach, weil früher musste man ja mal irgendwie 548.000 Schrauben auf der Unterseite lösen und dann quasi durch den Rücken ins Auge. Scheinbar kann man einfach diese Tasten da hochhebeln. Ui. Macht's das nie bei Leuten, die weiter entfernt sind wie aus der Verwandtschaftsgrad. Das ist echt ganz schön widerlich, sowas zu reparieren. Und scheinbar sind jetzt diese 2 Schrauben drin. Und an diesen 2 Schrauben soll die ganze Tastatur hängen. So, jetzt soll das Ding einfach rausgehen, oder was? Irgendwo. Kaputt ist sie ja schon. 6,5 Stunden später. Ah ja, einfach hier unten geklippt an mehreren Stellen, wie ich es mir gedacht habe. Und oben wahrscheinlich eingeschoben. Genau. Und schon ist die draußen. Dann klappen wir sie nach unten. Wichtig, wenn man so Flachbandkabel hat, nicht einfach total lieblos und brutal rausrupfen. Die haben einen Öffnungsmechanismus und den kann man aufmachen. Nach oben in dem Fall. Man muss halt auch gucken, wie rum das funktioniert. Es gibt da welche, die muss man rausschieben. Immer etwas vorsichtiger sein lieber, weil die gehen leicht kaputt. So, und dann schauen wir mal, ob diese Kabel hier und diese Kabel da... Oh. Schaut kompatibel aus. Dann können wir jetzt die neue Tastatur reinbauen. Hier ist der Lüfter. Und schon kann ich die neue Tastatur wieder einbauen. Da muss ich jetzt allerdings auch davor erstmal hier diese Maustasten lösen. Dann legen wir die Tastatur so rum rein. Stecken hier die neuen Flachbandkabel in die dafür vorgesehenen Steckplätze. Wieder mit den Clips befestigen, die Flachbandkabel schön auf Anschlag rein und dann die Clips runterdrücken, idealerweise beidseitig. Und dann müssen wir nur noch die Tastatur umdrehen, oben wieder einschieben. Das funktioniert total problemlos. Erstmal Schrauben raus, weil die gehen da glaube ich im Weg rum. Dann einfach nach unten schieben, so wie es ausschaut. Ja, einfach nach unten schieben. Und dann können wir es jetzt vermutlich schrauben. Die neuen Tasten drauf machen. Und das war's. So wenig Arbeit. Wir testen das Ganze. Ich habe die 50-Euro Variante gewählt. Es gibt auch eine 35-Euro Variante. Die hat allerdings keine Hintergrundbeleuchtung. Und ich mag doch diese Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ganz gern. Gerade wenn ich abends irgendwo sitze und so auf der Couch, dann mag ich die ganz gern. Die Maus funktioniert. Noch problemlos, also die hat echt ganz komisch gemacht, die Originale. Endlich habe ich wieder hier einen orangen Nupsi drauf und muss nicht immer dieses scharfkantige Teil mit meinen Fingern bedienen. Und, hallo YouTube, wie geht es dir? Und auch die Tastatur funktioniert. Und sie schreibt sich wirklich super. Gleich nochmal gucken, ZZZ funktioniert, Ö, Ü... Eurozeichen funktioniert problemlos. Also Leute, wenn es mal so eine Tastatur reparieren müsst, tauschen müsst beim Lenovo, wie ihr gesehen habt, total problemlos. T480S ist mein Modell. Ich würde mal denken, dass diese ganzen T400 irgendwas Modelle ähnlich sind. Also wirklich definitiv
dieses bisschen Arbeit, das das gerade war, wert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.